Hause. Ohegao und Ohio. Schärft eure Waffen, Cave Punks. Willkommen zu einer weiteren monströsen Möbelei. Auf die heutige Challenge freue ich mich, glaube ich, schon. Ich glaube, ich freue mich drauf. Okay. Wir können ja mal erklären, worum es geht. Ja. Ich springe ins Gameplay. Und zwar, Camellios steht heute an. Das ist der nächste große Drachenälteste, gegen den wir kämpfen werden. Der Schnack an der Sache ist, das Ding kann sich unsichtbar machen. Also wollte ich die Challenge irgendwie damit in Verbindung bringen. Das Problem ist nur, wir hatten ja schon mal so eine Wir-können-nichts-sehen-Challenge. Also das stimmt, wollte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Und deshalb habe ich mir gedacht, was kann man denn noch mit Unsichtbarkeit machen? Und dann ist es mir irgendwann wieder eingefallen. Es gibt in Monster Hunter, zumindest seit World, ich weiß auch nicht, ob es das schon davor gab, aber zumindest seit World gab es die Option, sämtliche HUD-Elemente komplett abzuschalten. Das wird krass. Und das habe ich jetzt gemacht. Hast du es auch schon gemacht? Na, wie macht man das? Ruf dein Menü mal auf. Und dann gehst du auf Options. Und dann, ich muss mal gucken, Game Settings. Was ist das? Ach, da oben. HUD Settings. Und dann gehst du auf HUD Settings. HUD Settings? Genau. Hab ich? Ja, gehst du drauf, also klickst du an. Und jetzt machst du überall das Häkchen weg. Und dann sind wir praktisch blind. Also, naja, nicht blind, aber wir wissen nicht, was abgeht. Wir haben keine Ahnung. So, jetzt ist alles aus. Ist alles aus? Ja. Das kann ja was werden. Gott im Himmel, du bist Hunter Rank 102. Du hast sowas von absolut kein Leben. Das ist richtig. Das Gute ist, wenn du jetzt noch L1 gedrückt hältst, dann taucht das Menü wenigstens noch auf. Also das ist noch da, das können wir aufrufen, aber alles andere ist, wie ihr gut sehen könnt, verschwunden. Ich nehme die Krams hier jetzt. Ich werde jetzt meinen fiktiven, ausgedachten Lebensbalken noch ein bisschen boosten. Scheiß drauf, ich nehme jetzt nur noch Mega-Potions. Wenn ich mich schon auf Verdacht halte, dann richtig. Okay, jetzt nochmal ein grüner Vogel auf dem Weg dahin. Von allem alles einsammeln, mega Stamina. Wir haben hier jetzt noch nicht mal eine Karte, das heißt, wir wissen noch nicht mal hundertprozentig, wo das Vieh ist. Ich sehe keinen Unterschied. Ja, stimmt, für dich macht das tatsächlich. Ist sowas von kein Unterschied für mich. Cool, ich sehe meine Ausdauer nicht, weswegen ich jetzt immer... Das Geile ist, das ist voll kein Handicap. Du bist jetzt blind, ich nicht. Ich sehe genauso, wie ich sonst hier auf der Karte, also... Mir ist das sowas von schnurzpiep egal. Vielleicht bist du jetzt in einem krassen Vorteil. Ja, bin ich jetzt. Und wann hast du das letzte Mal Roccos modernes Leben geguckt? So eine schöne Überleitung. Das ist die most random Frage, die wir bisher, glaube ich, in dieser Show hatten. Ja, aber du hast früher als Kind doch bestimmt mal Roccos modernes Leben geguckt. Ja, habe ich. Es gab auf Netflix vor einem Jahr oder so eine neue Folge. Wie was? Und es ging um Transgender. Es gab eine Folge Roccos modernes Leben? Ja, es gab eine neue Folge Roccos modernes Leben auf Netflix, von Netflix produziert. Irgendwie so eine selbstreferenzielle Folge, die auch Witze darüber gemacht hat, wie sinnvoll es ist, eine Folge von einer, weiß ich, 25 Jahre alten Cartoon-Serie nochmal zu machen. Und es ging tatsächlich um einen Charakter, der sich als Transgender herausgestellt hat. Wer war's? Muschow? Rocco an sich. Hab ich vergessen. Keine Ahnung, ich habe als Kind nicht so mega viel Roccos modernes Leben geguckt. Aber ich habe diese Folge gesehen und ich fand's ganz witzig. Also. Warte, ich sehe ihn, er fliegt in Gebiet, hier, Fragezeichen. Er sich das hier völlig umsonst. Er fliegt zu diesem Gebiet, er kommt zu mir. Weißt du, wo der große See ist? Was für ein großer See? Ach, guck einfach auf mein Symbol. Komm dahin. So, es geht los. Das ist der mächtige, wie auch schöne Camellios. Der ist giftig, kann sich unsichtbar machen und kann mit seiner Zunge sogar diese Buffs wieder von dir wegsaugen, die wir gerade eingesammelt haben. Bitte was? Echt jetzt? Ja, das kann er. In alten Monster Hunter Spielen war es noch schlimmer, da hat er die Items geklaut und der hat sich unsichtbar gemacht. Der saugt Vögelchen weg? Ja. Der schnappt. So dass man wieder schwächer wird? Ja.
Wo ist es? Es ist schon in mir drin. Wieso will der etwas wegnehmen, was ich schon längst verbraucht habe? Keine Ahnung. Der macht das halt irgendwie. Was? Frag ihn. Ich weiß nicht, wie viel Lebensenergie ich habe. Ich muss es ahnen. Keine Panik. Edgelord to the rescue. Ja, stimmt. Ein neues Edgelord-Outfit. Was nie einer jemand sehen wird. Stimmt, ich kann jetzt auch nicht sehen, weil meine Waffe aufgepowert ist. Nein, kannst du nicht. Ich muss das erahnen durch das Leuchten der Waffe. Angriffsvogel, Attack up Butterfly. Okay. Oh, ich glaube, ich wurde vergiftet. Dann heil dich auf Verdacht. Ich nehme auf Verdacht Gegengift. Ich glaube, das Wort auf Verdacht werden wir in dieser Folge häufig benutzen. Ich glaube, meine Waffe ist aufgepowert. Stopp! Sie leuchtet. Ja, schön, das ist doch gut. Ich hoffe, ich treffe. Bitte, bitte, renn nicht weg, renn nicht weg. Ich habe nicht viel getroffen. Oh, shit. Okay, das... Ich glaube, ich kann was trinken. Das Problem ist, ich sehe nie, wann ich getroffen werde, weil oft werde ich getroffen und sehe, also kriegt das gar nicht mit, weil mein Charakter das sich gar nicht anmerkt. Okay, ich trinke jetzt auf Verdacht. Warum mache ich eine Ausweichjumper? Ach ja, wegen dem Delay. Ich glaube, ich könnte auch was trinken. Ich trinke einfach mal was. So, ich habe jetzt 2 Tränke getrunken, muss reichen. Ah, ich wurde wieder getroffen. Ich trinke vorsichtshalber noch einen. Gott, der kotzt im Strahl. Der geht ab wie der Protagonist aus Team America. Ich sehe nicht, ob meine Waffe nicht mehr blau ist. Ja. Gut, dass ich viel blaue Schärfe habe. Okay, jetzt sehen wir auch Camellios nicht mehr. Nice. Wir können okay. Nicht mal sehen, wann der Totenkopf erscheint. Wir dümpeln hier voll ins Blaue. Na gut, aber selbst wenn wir es sehen könnten, was würde das ändern? Wir wüssten, wie weit wir vom Ziel entfernt sind. Oh nein, oh nein, ich bin sehr vergiftet. Ich heil mich erstmal und dann gegen Gift. Ich heil mich besser auch nochmal. Ich glaube, ich konnte mich gerade nicht heilen, weil er mich hier nochmal gegiftet hat. Ich war auch gegiftet. So, jetzt nehme ich einen. Zieht er sich schon zurück? Wenn er sich schon zurückzieht, ist das doch ein gutes Zeichen. Das heißt, wir haben doch eventuell ein bisschen Schaden gemacht. Voll grand. Jetzt gerade stirbt. Siehst du, wie Camillus gerade stirbt? Der ist schon. Kriegt die volle Packung gerade. Der ist fast gestorben. Der kriegt die volle Packung ab. Okay. Guck mich mal an, du hast die Zuschauer. Ist die Waffe aufgeladen? Nein, die war nicht aufgeladen. Los, guck mich mal an, dass die Zuschauer mein cooles Design sehen. Ja, ich muss dich nur finden. Ich bin direkt bei Camillus. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Aber ich wurde auf jeden Fall getroffen. Das heißt, es ist wohl Zeit für einen Trank. Zeit für eine Heilung, auf Verdacht. Ich verbrauche wahrscheinlich unnötig viele Tränke gerade. Ich spam die Tränke voll, obwohl ich wahrscheinlich jetzt auch gar noch mal nicht einen muss. Rein. Das kann nicht schaden. So eine Attacke überstehen. So, habe ich jetzt die Waffe jetzt aufgeladen? Nein, okay. Aber ich wurde dafür getroffen. Ich spam noch mal voll, jetzt haben wir einen Trank. Voll unnütz. Ja. Oh, ein Heilbäumchen, da muss man keine Tränke spammen. Oh ja, das ist nice. Ja, doch, weißt du was, dann begebe ich mich mal hier hin. Titan Shard. Elder Dragonblood, Camellios, irgendwas. Okay, jetzt ist meine Waffe aufgeladen. Schnuckiputz. Verdammt, ich wurde getroffen. Ich werd die Kraft nochmal transferieren. Heilareal. Vorsichtshalber. Bin ich jetzt, heile ich mich gerade? Ich hoffe es. Oh, er fällt um. Zeit, ich hab mich das Horn anzugreifen. So wie eine Art böses Chamäleon. Ja, stimmt. Er saugt eine Angriffe auf wie eine Art böses Chamäleon. Was passiert, wenn man ganz viele von den Viechern besiegt und im Kampf sehr, sehr viel Geld gewinnt? Wird man Chamäleonär. Man wird Chamäleonär. Ich hab tatsächlich nochmal den Made in Abyss-Film geguckt. Weil er mir nicht aus dem Kopf ging. Welchen Film? Na, den neuen Film. Warum? Weil er mir irgendwie nicht aus dem Kopf ging und ich nochmal die Sache mit den Kartuschen so richtig raffen wollte. Ich meine, ich habe zwar das Prinzip dahinter verstanden, aber noch nicht so hundertprozentig, wie die Dinger funktionieren. Jetzt beim zweiten Mal habe ich es gerafft. Und es ist echt, echt mies verstörend. Worum geht's gerade? Was macht der Puppets? Ja, um Bondroots komische Kartuschen, die er benutzt. Du weißt Lust schon. Hier nach zum Sieg ein Glas Plomwein zu trinken? Ja, warum nicht? Du erinnerst dich doch noch an die Kartuschen. Ich hab das Zeug einmalweise im Kühlschrank. Der kostet nur 1,99. Das ist übrigens der Billigplorre.
Ich erzähle einfach mal weiter und tue so, als hättest du auf meine Frage geantwortet. Ob ich das System in den Kartuschen kenne, ob ich mich noch an Bond und seine Kartuschen erinnern kann. Ja. Ich habe den Film selbst erst vor 2 Tagen gesehen. Also, warum sollte ich mich nicht mehr daran erinnern können? Ich war bei dem Film zugegen. Allerdings ist ja das Prinzip in diesen Kartuschen schon echt, echt weird. Sinister. Ja, das ist ziemlich sinister. Ja, aber vielleicht ist da sogar noch ein Detail, was du vielleicht noch nicht so ganz gerafft hast. Ja gut, beim ersten Mal wird man nie alles raffen, dafür ist der Film zu komplex für die Story. Aber, das ist ein Anime. Also wenn du ein Anime beim ersten Mal raffst, dann ist das Pokémon, ist wahrscheinlich lame. Ja, aber also wie gesagt, das, was dahinter steckt. Wieder heilen. Das ist ja, diese Kartuschen funktionieren ja im Prinzip nach dem gleichen System, wie das, was Bonroot mit Mitty und Nanachi angestellt hat. Dazu diente ja das ursprüngliche Experiment. Das heißt, man überträgt praktisch den Fluch ich bin schon wieder vergiftet. Auf die andere Person. Das geht allerdings nur, wenn einem die andere Person sehr zugewandt ist oder zugeneigt ist oder sogar liebt. Was ja suggeriert, dass die Personen in den Kartuschen tatsächlich Bonroot geliebt haben. Das heißt, waren so alles seine Töchter. Das heißt, der hat die tatsächlich all diese Kinder davon überzeugt, ihn zu lieben. So krass mies und scheiße ist der Typ. Ist das eine Theorie von dir oder bestätigt? Nein, das kann ja nur so sein, weil er hat ja gesagt, dass das Experiment, was er mit Nanachi und Mitty gemacht hat, dieses Resultat dieser Kartuschen diente. Also ja, es funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Es ist einfach abgefuckter Shit. Das ist richtig abgefuckter Shit. Ich habe keine Ahnung, ob meine Waffe aufgeladen ist. Nein, ist sie nicht. Wurde ich getroffen? Niemand weiß es. Dieses Pferd vergiftet immer so viel. Wo fliegt denn jetzt hin? Auf jeden Fall, wenn ihr abgefuckten Shit sehen wollt, dann guckt euch Made in the Biss an. Das empfiehlst du gerade meinem Neffen. Und auch nur beim Neffen scheinbar. Oder eventuell zukünftigem Publikum auf YouTube. Der Witz fand ich tatsächlich sogar noch besser als den Chamäleon, der Witz, muss ich sagen. Ja. Das ist irgendwie so ein Running Gag auf Everdraw. Den heißen wir häufig, den Witz, dass wir kein Publikum haben. Ja, stimmt. Wenn euch der Witz langsam zu alt wird, ne, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Ich glaube, ich muss mich wieder heilen. Ich habe mich vorhin aber mal. Oh nein, es giftet wieder rum. Deshalb werde ich jetzt diesem Gift ausweichen. As simple as it can be. Ja. Komm schon. Nein, es war doch nicht aufgeladen. Wieso? Ich dachte, es wäre aufgeladen gewesen. Dieses Vieh ist so doof. Im Prinzip muss ich ja nur auf meine Waffe gucken. Da kann ich ja nicht. Warum könnten wir nicht blind gegen Great Izuchi kämpfen? Wo ist das Vieh? Es ist, glaube ich, direkt vor mir. Wundert mich, dass wir es überhaupt schon so lange halten. Ja. Ich erwarte irgendwie jeden Moment drauf zu gehen. Ich auch, macht ja nichts draus. Und ich war immer noch nicht auf. Oh, warte, dann ist wahrscheinlich mein Ding jetzt abgelaufen. Wir spammen die Tränke. Wenn das nicht krasses Edgelord-Design ist, dann weiß ich auch nicht. Ich krieg das mal an. Das ist Ultra Edgelord. Das ist richtig Edgelord. Gott, das werden wir auch noch von Dingern fertig gemacht. Nicht so! Ja, ich glaube, der ist nach hier unten abgehauen. Ja, hier unten ist er. So. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Ich werde jetzt nochmal irgendwie meinen Angriff transferieren, so. Transferiert. Oh nein, er giftet wieder. Modra! Warum hat der mich berührt damit? Oh, leck mich doch. Oh, jetzt weht er den. Wo ist denn die Antidote? Ich will ihm nicht nachkommen, weil das scheiß Gift wieder auf mich zuweht. Ja, natürlich. Antidote. Warte, apropos Antidote. Das sammle ich mal ein. Er verfolgt mich. Er verfolgt mich auf coole männliche Weise. Ich will einen Trank nehmen. Ah, stirb. Stirb zu Tode. Ich versuche jetzt, mich demnächst nochmal am Roger Moore James Bond. Sean Connery habe ich schon viel gesehen, Daniel Craig auch. Oh nein, also Roger Moore James Bond, das ist so der, den es jetzt mal zu gucken gilt. Arbeitest du richtig sämtliche Bonds durch? Jojo. Welcher war der Bond, der nur einen Bond hatte?
Lass mich lügen. Daniel Craig hatte viel. Roger Moore hatte viel. Sean Connery hatte viel. George Lazenby, hatte der nur einen? Da ich ihn noch nie den Namen noch nie gehört habe, gehe ich davon aus, dass es ja, so einer ist. Hatte auch drei. Einer hatte auch drei. Vielleicht hatte George Lazenby drei. Einer hatte nur einen. Vielleicht war es George Lazenby, der nur einen hatte. War verfolgt. Wer sollte deiner Meinung nach der nächste Bond sein? Ich fände einen. Oh fuck. Er wird wieder den Scheiß. Ich bin wieder vergiftet. Verwedeln. Nein, ich bin voll rein. Ich fände eine weibliche Bond mal gut. Das ist doch immer alles so komisch feministisch Dingsbums. Mal so eine. So komisch, das klingt mal eine richtig gute Frau. Eine, die. Noch neu, ist keine komische etablierte Action-Darstellerin, also keine komische Angelina Jolie oder sowas, noch keine Scarlett Johansson, sondern eine neue. Eine, die der man es nicht zutraut. Dann, so eine wie Emma Watson oder meinetwegen wie Jennifer Lawrence. So eine, die mittelalt jung ist. Müsste das nicht auch eine Britin sein? Obwohl, bei Emma Watson wäre das ja der Fall. Ja, aber, also das, aber so eine weibliche Bond. Um das Fass zuzumachen, dann auch eine Woman of Color nehmen? Dann ja, wär's, meinetwegen, ja. Dann wäre es halt gleich richtig. Oh, so ein schwarzer Bond wäre auch geil. Es war ja mal irgendwann Idris Elba im Gespräch, allerdings ist der Zug wahrscheinlich schon wieder abgefahren. Weil Idris Elba ist nicht zu alt? Ja, eben. Also, die haben sich ja damals bei Daniel Craig schon total aufgeregt, weil der Typ aschblond ist. Aber er hat gesagt, ein blonder Bond geht gar nicht. Er muss braunhaarig sein. Oder oh, schwarzhaarig. Also, reinrassiger Bond. Reinrassiger Bond. So ein. Meinen Sie gut, sie kann da nicht James heißen, sie muss dann Janine heißen. Scheiße, ich hab grad einen. Also den habe ich einen Trank genommen. Also sie gut. Ich weiß nicht, ob es ein Junge sein muss, weil er muss ja James heißen, oder? Oder Janine Bond. Ist meine Waffe noch aufgeladen? Ich werde es gleich. Jamie Bond. Und jetzt ist sie auf jeden Fall aufgeladen. Bondroot, Bond, James Bondroot. James Bondroot, oh. Ich meine, der hätte auf jeden Fall echt eine smoothe Stimme. 00 Sinister. 00 Morgengrauen. 00. Eigentlich war, ich weiß nicht, ob die Stimme smooth war, es war immer noch die Stimme von Oliver Siebeck, der Vegeta spricht. Ja, und stimmt. Doktor, aber er hat extrem väterlich gesprochen, was es noch creepier gemacht hat. Ja, das stimmt. Gott, der Doktor Typ ist so creepy. Irgendwas in Two and a Half Men. Und ich weiß immer noch nicht, warum er seinen Finger in Rex Bauchnabel rammen musste. Das war voll weird. It was almost sexual. Ja, stimmt. Und das gefällt mir nicht. Der Typ und seine Leute, das waren wirklich die richtigen Ritter von Rennen. Also die waren voll krass. Ja, stimmt. Wie soll, konnte ich faken? Warst du vergiftet? Ich hab keine Ausdauer mehr genommen. Und ich hab's nicht bemerkt. Wahrscheinlich ist meine Ausdauer schon voll im Keller und ich weiß es nicht. Ich muss ein Steak essen oder sonst irgendwas. Scheinbar habe ich nie genug Tränke genommen. Ich habe immer so einen normalen Trank genommen. Object Subquest complete, faken. Traue ich mich nicht. Konnte ich faken? Jetzt noch eins. Aber guck mal, ich habe jetzt eine Defense von 600. Himmel, Herrgott, nochmal. Das ist viel zu einfach. Warum viel zu einfach? 600, Alter. Das ist ja fast schon eine Lower G-Rank-Rüstung. Das stimmt. Und ich kann. Einmal kann ich noch fainten. Dann kriege ich vielleicht noch 630, 640 raus. Dann ist der Zug abgefahren. So mehr wird es nicht werden. Ich werde jetzt. Ich hoffe, dass dank Power Prolonger die Waffe noch aufgeladen ist. Komm schon. Ja, die ist aufgeladen. Bam! Ja, oh, das sind ein paar Zahlen. Die gefallen mir. Das sind gute Zahlen. Ah, nein! Ich weiß nicht, wie viel Health ich habe. Und ich verballer alles. Vielleicht habe ich keine Health mehr, dann muss ich auch ins Lager zurück. Ich bin ja nicht ins Lager zurück, weil ich keine Health mehr hatte, sondern weil ich gestorben bin. Du hattest buchstäblich keine Health mehr in deinem Lebensbalken. Ja, stimmt. Aber jetzt strotze ich noch so vor Health und habe einen Angriff von 277. Und muss gleich schon wieder einen Trank nehmen, weil ich dem Braten nicht traue. Und noch eine schöne Entladung. Ja. Gut so. Aber das Ding hat immerhin schon einen Totenkopf. Wir machen ziemlich gut Progress. Ich habe überlegt, ob ich mir den Made in Abyss Manga holen soll, weil die haben zwar jetzt die zweite Staffel offiziell angekündigt, sie kommt 2022, aber sie kommt halt auch erst 2022. Na gut, wir haben es ja schon 21. Ja, aber... Und Made in Abyss Spiel... Ja, vergiss es. Das, was ich vorgeschlagen habe, das wird daraus leider nicht. Das Spiel, was sie machen, wird halt irgend so ein 3D-Ding. Was ich halt bei Made in Abyss... Jeder, der die Serie gesehen hat oder den Manga gelesen hat, muss mir da zustimmen.
Das wäre ein hervorragendes Metroidvania. Wäre es, ja. Das wäre so ein perfektes, klassisches 2D-Metroidvania. Du steigst halt abwärts, keine Ahnung, du spielst dann wahrscheinlich Rack, nehme ich mal an. Der halt wahrscheinlich Rico eskortieren muss. Und das Krasse wäre, du dürftest halt logischerweise, du selbst könntest natürlich aufwärts steigen, weil du bist ja Rack, du bist ja ein Roboter. Aber Rico dürfte es halt nicht. Und das wäre dann halt der Schwierigkeitsgrad. Du müsstest immer irgendwie einen sicheren Ort für sie finden. Und wenn du wieder nach oben musst, dann musst du sie halt alleine lassen. Und das wäre halt krass. Oder wenn du sie mit hoch nimmst, dann passiert halt das, was in der Serie passiert. Das wäre halt schon übel. Und man könnte so viele geile Sachen machen. Es gibt auch geile, interessante Gegner in dem Spiel. Und auch geile Bosskämpfe. Ich kann mir das so richtig als Videospiel, vor allem als Metroidvania vorstellen. Wo man schon ja, ganz aufgeregt. Wo man ja über den Hast Manga so ein paar Sachen gehört hat, die, naja. Ist der Manga gut? Hat man das über ihn gehört? Ja, nee, ist? Der ist wohl genauso wie die Serie, bis auf so ein paar, naja, fragwürdige Elemente, die halt schon auch sterben. In der Serie teilweise unterschwellig zum Vorschein kommen, aber wohl in Manga. Sexualität. Im Manga wohl wesentlich deutlicher sind und ich weiß nicht, was ich davon halten Deutliche soll. Deutliche Sexualität. Wo ist er jetzt hin? Da. Ich hab ja wirklich kein Problem mit Fans, das ist wirklich nicht, aber hat er sich versteinert? Wir reden hier von 12-Jährigen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss meine Waffe schärfen und mich heilen. Oh, der Schwanz ist ab. Made in Abyss hat auch eine tolle, hat auch geile Themes. Also Made in Abyss hat wahrscheinlich einen der besten Soundtracks ever. Aber wie hat die Serie, habe ich das Gefühl, Made in Abyssigere Themes als der Film? Der Film hat die Made in Abyss Theme tatsächlich nur ein einziges Mal gespielt. Ja, du meinst halt diese Main Theme, die halt da an der einen Stelle gespielt wurde, als sie da halt von Osen aufgebrochen sind. Ja, der kam im Anime immer vor, also ganz Ja oft. Gut, in dem Film hast du natürlich mehr Budget. Da musst du nicht immer den gleichen Soundtrack wiederverwenden. Da kannst ja, halt aber das ist doch das Markenzeichen, deswegen, also das ja, war das ist die Main daran. Theme, aber diese Main Theme, das, beziehungsweise das Leitmotiv, das kam ja im Film auch vor. Halt anders, leicht abgewandelt gespielt, aber das Leitmotiv war das gleiche. Ja, aber stell dir mal vor, die von Herr der Ringe hätten so dermaßen viel Budget, dass sie das krasse, geile Leitmotiv, nur einmal kurz gespielt hätten. Das hat ja nichts mit Budget zu tun in dem Fall. Außerdem, sie haben ja andauernd das Main-Theme gespielt, aber in verschiedenen Varianten. Das Leitmotiv, also ich fand das Gefährten die originale Variante gut. Ja gut, das wurde halt auch nur einmal, so wie du das meinst, es wurde einmal gespielt, als sie aufgebrochen sind. Und als Three Hunters. Ja, das war aber schon eine abgewandelte. Ja, aber das ist doch mit die edelste. Bridge of Khazad Dûm direkt am Anfang, da ging es richtig ab. Ja, natürlich, klar. Also in mehreren Stellen kam das. Ja, nur hat halt. Da, 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 da. Ja, gut, das liegt halt daran, dass sich das Gefährtenthema ja nun mal sehr gut dafür eignet ist, auf actionhaltige Art und Weise zu spielen. Aber ich glaube auch, als Aragorn die Tür geöffnet hat und gesagt hat: Hier, es sind 10.000 Kopfstark und sie reiten auf Wagen und auch zu Fuß. Und ein komischer olympischer Renner ist auch dabei. Ja, der die olympische Fackel trägt. Ja. Verdammt, du bringst mich voll aus dem Thema raus. Ich war doch gerade bei Leitmotiven und dabei, wie geil das ist. Jetzt habe ich ein Steak gegessen, scheiße. Die Leitmotive in Made in Abyss sind. Ich mag das auch sehr, aber es wird ja häufiger gespielt, nur halt immer nicht so komplett ausgespielt, wie halt das eine Mal da. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Ich finde auf jeden Fall, dass dieser Kevin Penkin, der hat noch eine große Karriere vor sich. Kevin Penkin, ich glaube, der heißt so. Ich sag dir, in ein paar Jahren sehen wir den in so Mainstream Hollywood Productions. Hundertprozentig, das sage ich dir. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das andere Leute nicht merken, wie krass der Typ ist. Auch irgendwelche. Das ist sowas von nicht, wo ich gerade bin. Obwohl das Problem ist ja. Geheimer Tunnel. Wieso gehst du da hoch? Er ist immer noch hier unten. Weil ich in Geheimer Tunnel war. Ich dachte, der kann mich kurz in Sicherheit bringen, aber der hat nicht aufgehört. Ja, das ist eine Abkürzung, um das Gebiet da hochzukommen. Aber es wäre schon gut, wenn du mitkämpfst. Ja, ich musste mich kurz tränken.
kurz trinken und dann. Wo ich jetzt schon bei Hollywood bin. Hinteroberschenkel. Und bei Themes. Was mich wirklich ärgert an immer häufiger an modernen Hollywood-Produktionen ist, dass sie keine Themen haben. Dass Leitmotive sind ausgestorben. Oh, er hat mich schon wieder vergiftet. Leitmotive sind vollkommen ausgestorben. Und das kann er nicht mal damit aufhören? Nervt. Und ich gebe Hans Zimmer die Schuld. Weil er alles gemacht hat? Er hat halt. Ich gebe ihm keine Schuld. Er ist ja ein guter Komponist. Aber er hat halt. Stirbt er nicht, er hat halt so einen Trend. Halbe Stunde gegen den. Er hat halt so einen Trend hervorgerufen. Nämlich dieses Hämmern. Dieses. Dün, 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 dün. Das ist. Und seitdem machen es alle. Jeder verdammte Komponist, wenn die sich überhaupt noch so schimpfen dürfen in Hollywood, weil die komponieren ja nichts mehr, die hämmern nur noch auf Trommeln rum und machen und pusten in irgendein Horn rein und nennen das dann einen Soundtrack. Aber irgendwelche Melodien, die gibt's nicht mehr. Es gibt keine Melodien mehr in Hollywood. Nur noch in Animes. Ja. Zum Glück ist es im Osten noch anders. Also in Russland oder in Ostdeutschland, da gibt es noch. Nein, in japanischen oder halt asiatischen Produktionen gibt es Leitmotive noch nach wie vor. Sowohl in Anime wie auch in Videospielen. Zum Beispiel klassisch mit Klavier. Ja. Also ich mag halt einfach Melodien, die ich mitsummen kann. Und das gibt es halt einfach nicht mehr in modernen Filmen, in westlichen modernen Filmen. Und es ist traurig. Jurassic World 2 hat einen geilen Soundtrack. Nein. Ich fand den nicht schlecht. Ich weiß auch, dass du gerade ironisch bist. Ein paar Jahre nochmal Jurassic World 2 gesehen. Jurassic World 2 hat im Abspann die Original Jurassic Park-Theme von John Williams. Im Abspann. Toll. Oh Gott, ich glaube, ich muss schon wieder einen Trank. Ich glaube, ich muss jetzt zwei Tränke trinken. Ich habe mich, glaube ich, keine Megatränke mehr. Wir wissen nie, wann dieses Ding drauf geht. Wir wissen es einfach nicht. Ich weiß nie, wann ich drauf gehe. Ich weiß ja nicht mal, ob es gerade vor mir ist. Rapid Morph 3! Ich nehme mal besser wieder zwei Tränke. Oh nein, er wird wieder giften. Oh, der hat mich voll vergiftet. Ha. Meilen weit weg. Verdammt! Der wollte das Ding nochmal auf mich abfeuern, aber ich hab's weggeblockt. Wie kann man den Gift wegblocken? Das ja, wenn Sinn. Ich ein Schild hab, dann kann ich's blocken. Ja, aber in der Realität wird das nicht klappen. Wenn so ein Nebel um dich herumkommt, dann in kommt der Realität werden wir nach einem Schlag tot von so einem Vieh. Ich trage Lederklamotten und Bodenschädel. Ich bezweifle, dass ich nach einem Schlag tot wäre. Ich bin zu Edge dafür. Ich bin auf jeden Fall wieder vergiftet. Stirbt das Vieh auch endlich mal? Das wissen wir nicht. Ich fände es geil, wenn es mal sterben würde. Ich meine, wir ballern seit 40 Minuten auf das Ding ein. Kannst ja mal eine Falle aufbauen. Wieder, ich habe keine Falle dabei. Die wirken doch gleich, deswegen habe ich alle Fallen rausgenommen. Warte, er humpelt. Ja, ob wir das Horn wohl noch abkriegen? Weiß ich nicht mal, wo bei dem das Horn ist. Hab ich schon wieder vergessen. You serious? Oh, da liegt noch was. Das muss ich noch einsammeln. Hab ich schon wieder vergiftet. Ich glaube, ich muss jetzt wieder einen Trank nehmen. Ich nehme noch mal Ausdauer. Einfach auf... Ah, nein! Hör endlich mal auf, mich zu vergiften! Wolke, oh, warte, hier ist hier ein Cleanser? Ja. Anjanat-Gem. Ich habe einen Anjanat-Gem. Echt jetzt? Ja, ein Anjanat-Gem. Lag einfach so rum. Der lag also... Lag, ein lag einfach so ein Anjanat-Gem rum, Alter. Doof, dass ich die Dinger nur wie nie brauche, weil ich mache ja nichts mit Anjanat. Hab mich schon wieder vergiftet. So, jetzt nochmal. Jetzt nochmal einmal einen schönen Elemental Discharge. Ich würde ihn ja gerne auf die Fresse machen, aber ich trau's mich nicht. Was macht das Ding? Es soll nicht so weit wegrennen. Ach, verdammt, und ich. Ja, muss mal wieder Zielwasser trinken. Aua. Oh, es gibt ein Turf War, allerdings nicht zwischen den beiden. Es gibt ein Off-Camera Turf War, nice. Oh nein, er giftet. Und er wird das Gift wahrscheinlich gleich auf irgendwen draufwedeln. Nee, doch nicht. Okay. Also bis jetzt geht das doch. Dann geht die Potions aus. Ich finde das bis jetzt außerordentlich spielbar. Oh Gott, ich bin schon wieder tot. Das weißt du doch gar nicht. Doch, siehst du doch. Meine Waffe prallt ab, also... Oh, ich habe noch einen Trank gehabt. Das war's für mich. Wahrscheinlich ist meine Waffe einfach mega stumpf. Jetzt heißt richtig alles bitte geben. Bitte komm nicht auf mich zu. Wo ist er jetzt schon wieder? Da ist er. Takui. Und... Nein, jetzt gehen wir wieder daneben. Wäre so krass, wenn wir jetzt auf die letzten 5 Meter noch
Karten. Ja, ich bin tatsächlich gekartet. Ich denke, mein Eintrank wird ja wohl reichen, aber ich muss mal scheinbar reicht ein Trank nie. Das war ja perfekt. Gott, ich bringe mich bloß in Sicherheit. Ich denke mal, ein Trank wird ja wohl reichen, aber schon mal reicht ein Trank. Nee, mein Lebensplan ist der Kampf gleich vorbei, es kann sein. Ja, ja, beeil dich. Beeil dich. Ja, wie denn? Es könnte gleich vorbei sein. Versteh mal, ich habe so viel Gesundheit. Ich meine, ein Trank müsste mich doch... Ich meine, das Ding macht zwei Attacken und schon feint ich? Ich habe dazwischen immer mal wieder einen Trank gekriegt. Ja, vielleicht hat es zwei richtig krasse Volltreffer gelandet. Ja, aber scheinbar reicht so ein Trank. Ich habe immer, ein Trank wird mich ja wohl wieder voll auffüllen. Rathalos hat's besiegelt. You will always be my king. Nee, der Auftritt von Ratian war immer noch besser. Da hängt seine Zunge raus. Wir haben leider das von nicht. Wie viele Tränke hast du verwendet, dass du nie gefaintet bist? Ich habe nach jedem Angriff einen Trank verwendet. Ich habe auch, ja, ich habe manchmal auch zwei, also keine Ahnung, so auf Gefühl. Komisch, ich habe scheinbar einen sehr kurzen Lebensbalken gehabt. Ja. Das war da wohl unsere heutige Folge. Na ja, gut, wir haben ja noch ein bisschen Sendezeit. Oh, also wir können ist... noch einen Monster nee, auf diese passt Art schon, und Weise passt machen. Schon. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, das reicht für mich. Will ich schon wieder fainten? Das Bäumchen nicht aktivieren. Ich will wieder fainten. Ja. Leg mich doch, wenn das hier muss, wieder auch mal einen Trank nehmen lassen, ey. Wenn es auch zu einem Bäumchen kommt. Wie denn? Ich steck dir fest. Das Vieh hat mich feststeckend gemacht. Morgen geht es wieder mit dem Ahigao-Hoodie in die Schule. Ja. Sagt Leugans. Wenn ihr nicht wisst, was Ahigao ist, ganz einfach. Ihr gebt das bei Google ein, dann geht ihr auf Bildersuche. Aber ganz wichtig ist, Safe Search deaktivieren. So, was wolltest du gerade sagen? Wir kämpfen jetzt gegen Teostra. Das finde ich grausam und grauenhaft noch dazu. Weißt du was, da ich sowieso sterbe und auch sowieso hier völlig für die Katze ist, was wir tun, werde ich mich ihm jetzt einfach stellen. Aber wir haben es doch... Ich werde sowieso fainten, also von daher... Wir haben es doch... Selbst mit Vögeln. Das letzte Mal geschafft. Also sowas von marginal, das, also aber ob du letzte Quest haben 300er Rüstung hast oder 600er Rüstung, ist alles in deinem Kopf. Die schützt dich sowas von gar kein bisschen mehr. Zwei Schläge von diesen Viechern und du bist tot. So oder so. Also kann ich mich dem auch direkt stellen. Aber Honig sammle ich noch alles, es gibt mehr Tränke. Teostra ist ein edles Geschöpf. Ein höchstes, ein weiterer Drachenältester. Wir können ihn nicht sehen, du brauchst ihn gar nicht beschreiben. Meine Dings wird nicht gecaptured. Ja, ich weiß, aber ich möchte schon mal einen Aufbau machen. Er ist ein Löwe, er ist eine Chimäre, eine Geflügelte. Das Ding ist im Prinzip eine Chimäre, ja. Nur und ohne Rattenschwanz. Da ist das schöne Geschöpf, das wir jetzt windelweich prügeln werden. Fabulös. Ja, genau, das Ding, was uns windelweich prügeln wird. Boah, jetzt habe ich aber echt krass Krall Schaden gemacht gerade. Ich werde da ganz, ganz vorsichtig sein. Das ging schon. Bevor ich den ersten Trank nehmen konnte, den zweiten. Oh, verdammt. Eine Attacke und das Vieh hat mich gekillt. Echt jetzt? Oh nein, ich bin noch im falschen. Ich habe eine 700er Rüstung. Wie kann mich das Ding mit einer Attacke killen? Ich hab gedacht, eine Attacke zieht erst, wenn du selbst getroffen wirst. Nicht, wenn du. Also, aber wenn ich rumwirbel und Schaden mache. Aber selbst nicht zurückgeworfen werde und nichts passiert, das habe ich umsonst in Trank genommen. Eigentlich ist das Ding gar keine Chimäre. Wie heißen diese asiatischen Löwenstatuen? Löwe. Genau, so einer ist das. So, hier ist übrigens das Gesundheitsdingens. Ich will dich schon wieder fainten. Das Bäumchen, ich aktiviere. Ich will Trank nehmen, ich will Trank nehmen, ich will schon wieder fainten. Ja.
Bäumchen. Leck mich doch, wenn das hier muss ich doch mal einen Trank nehmen lassen, ey. Hättest du auch zu einem Bäumchen kommen. Wie denn? Ich steckte fest, das Vieh hat mich feststeckend gemacht. Ich konnte mich ja nicht mal bewegen. Das Vieh hatte mich in seinem Bann, in seinem Griff. Es war Teostra. So nie Teostra gestellt. Du hast keinen Respekt vor seiner Erhabenheit und seiner Macht. Mich hat es schon zweimal erwischt. Es erwischt mich immer kalt. Das ist ja Blast King. Wenn das Ding kein König ist, dann weiß ich auch nicht. Es gibt auch Lunastra, das ist die Königin. Hast du Lieblingskleidungsstil? Sehe ich so aus, als wenn ich einen Fick auf Kleidung gebe. Kann ja sein, dass dein Lieblingskleidungsstil, keine Ahnung, ein Hemd ist und Shorts und Schuhe. T-Shirts mit subtilen popkulturellen Anspielungen. Okay. So wie das, was ich jetzt gerade trage. Das weiß ich. Yutani? Ja, gut, ich meine, wenn man vielleicht einmal oder zweimal in seinem Leben Alien gesehen hat, dann weiß man nicht, was es ist. Weil man. Man sollte es wissen, wenn man ein oder zweimal in seinem Leben Alien gesehen hat. Ich meine, dann weiß man doch, was bei Alien getan ist. Wenn man Alien noch nicht gesehen hat, dann kann man es nicht wissen. Wenigstens weiß ich jetzt, wie man mit der Gunlands richtig durch die Gegend fliegt. Oder wie man es gerne mit den Weißwerks. Wie fandest du denn den neuen Predator? Er ist der neue Predator. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich fand den Humor irgendwie. Hä? Der hatte Humor? Ein bisschen plump. Ja. Ich kann mich an den neuen Predator gar nicht Sie erinnern. Das ist toll, warum machst du das? Ich weiß, dass es einen sehr großen Predator gab, der übergroß war, und einen Bus. Eine Szene in einem Bus und ein übergroßer Predator. Ich kann mich ehrlich gesagt auch kaum noch was erinnern. Außer, dass der Film komische tonale Schwankungen hat. Film kein schlechtes, aber auch kein gutes Gefühl hinterlassen. Ja, also ist jetzt nicht das Schlimmste, was ich hier gesehen habe, aber also, naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich würde schon sagen, es ist der schwächste Predator. Wie heißt es so schön? Sicher, dass Predator 2, Predators gegen Aliens 2 der schwächste war? Achso, na, Alien vs. Predator zählt nicht. Achso. Alien vs. Predator sind keine richtigen Filme. Das sind Paul W.S. Anderson Produktionen. Gott, das hat sich immer so scheißierten Trank zu nehmen. Muss immer erstmal 10-mal rumhüpfen. Oder welche Kuschen mit seinem Schwertern rumfuchteln. Wie so ein Zirkusclown. Boah, ich muss schon wieder einen Trank nehmen. Oh oh. Ich muss jetzt unbedingt alles Trank. Nimm Trank. Ich heile vorsichtshalber nochmal. Ich habe keine Ahnung, ob ich es muss, aber ich tue es. Was denn macht Captain Plush da? Warum baust du wieder irgendwelche Materialien? Ich hab gedacht, das wäre was, was Captain Push. Oh, gleich explodiert alles. Der hilft uns, dachte ich. Okay, es ist alles explodiert. Ich versuche mal den Schwanz abzuschlagen. Falls die Quest fällt, haben wir wenigstens etwas. Was heißt falls? Also anstatt mir jetzt oben die Kante zu geben in meiner Bude und genüsslich vorm Laptop einen Ego-Shooter zu spielen. Was? Mach ich jetzt hier eine Privatshow? Was? Du spielst Ego-Shooter? Die Ego-Shooter vom Tablet. Was? Da hinten siehst du so keine Finger? Ich hab keine Ahnung, worauf du gerade abziehst. Ego-Shooter. Weißt du nicht, was ein guter Ego-Shooter ist? Okay, jetzt habe ich es verstanden, aber ich tue trotzdem weiterhin so, als hätte ich es nicht verstanden. Einfach nur, um dich dazu zu zwingen, noch deutlicher zu werden. Ich habe wirklich keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Ich wusste nicht, dass du irgendwelche Shooter spielst und eine App hast. Nicht Shooter, Plural, ein. Online. Online. Was ist denn das für ein Genre? Scheiße, wo ist das Ding hingeflogen? Oh, verschiedene. Mal spiele ich den, mal den. Ah ja. Ich werde den ganzen Part rausschneiden. Schön geblitzt, Dings. Oh, warum hat hier keiner von uns beiden die Kraft von Kylo Ren? Mit die Kraft von Kylo Ren könnten wir das viel, viel leichter legen. Du meinst, unsere Kraft wäre, einen unglaublich boxförmigen Torso zu haben? Unsere Kraft wäre die Macht, mit einem Ancient Laserschwertdesign umzugehen und Leute für Sachen zu zwingen. Ich hole mir jetzt neues Heilungszeugs. Kylo Ren war ziemlich mächtig. Oh Gott, heil dich. Ja, sollte ich. Kylo Ren war sehr mächtig. Kylo Ren konnte seine Gegner stillstehen lassen.
Er konnte seine Gegner stillstehen lassen. Ja, das stimmt wohl. Der war sehr mächtig. Ich glaube, ich werde mal so ein Mega-Demon-Juice irgendwas trinken. Man denkt immer, dass Mandalorianer mächtig sind, bis man dann auf einmal einen Jedi sieht und denkt, fuck, jeder Charakter und jedes Individuum ist unfassbar bedeutungslos und schwach, wenn auf einmal Jedi oder Sith auf der Bildfläche auftaucht. Die Dinger sind OP und broke und machen das ganze Genre kaputt. Die Dinger sind in Videospielen immer total overpowered. In der Serie auch. Ist immer aufgefallen, dass irgend so ein Jedi wie Anakin Obi-Wan gegen irgendwie einen Haufen Klontrooper ankommen oder Druiden. 10.000 Druiden, scheiß drauf, eine Horde Klontrooper, was? 800 Klontrooper bewachen die Jedi-Tempel, wir sind Obi-Wan und Yoda, wir vernichten die alle in Episode 3. Ja, das ist richtig. Gegen die kommt keiner an, ins Spiel kommt keiner gegen Jedis an. Guck dir den Mandalorianer an, der Mandalorianer ist voll geskillt und in Mann gegen Mann Combat kommt keiner gegen den Mandalorianer an. Aber gegen die komischen Schattentruppen, Mega Stormtrooper von Moff Los Pollos Hermanos hatte keiner eine Chance, bis Luke kam und 12 von denen einfach instant gekillt hat. Ja, stimmt. Ich meine, der war einfach OP. Er kam einfach rein und hat die alle gekillt. Und die ganze Crew, Boba Fett nicht, die Tuse nicht, Mando nicht mal Baby Yoda, kam gegen die an. Was hältst du von Uncanny CGI, Luke? Ich finde ihn Uncanny und ja. Sie hätten den Schauspieler nehmen sollen, der den Winter Soldier spielt. Den hätte ja, ich genau, gut gefunden. Sebastian Stan. Das wäre die perfekte Gelegenheit, Sebastian Stan als neuen Luke Skywalker zu etablieren. Aber sie haben es nicht gemacht. Ich meine, der Typ, ich habe es ja gesehen, Dingens in the Winter Soldier. Und der sieht stellenweise schon echt so aus wie Mark Hamill, nur more handsome. Stimmt. Ohne krumme Nase halt, oder mit weniger krumme Nase. Also der wäre so ein komisches, idealisiertes Bild, was die Leute von Luke Skywalker haben. Verdammt, wo fliegt der hin? Wo fliegt der hin? Wo fliegt der hin? Da fliegt der hin. Der wäre so dieses typische, was Disney gerne hätte. So einen komischen, perfektionierten, glattgebügelten Luke Skywalker, den sie jetzt versuchen mit CGI zu machen. Wo ist er? Was aber komisch aus hier unten. Folge mir. Folge moi. Ich fliege jetzt um die Ecke. Und ich werde, wenn ich mir das hier so angucke, nicht so weit fliegen. Anti-Dobra. Ich werde mir noch diesen Lantern hier einsammeln und sammle den auch noch ein. Den sammle ich noch so. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Lebensenergie dazu. Du weißt schon, dass du ihn gerade weg mir eingesammelt hast. Wie, gibt's ihn nur einmal? Ja, ich habe ihn nicht mehr. Du hast ihn mir gerade von der Nase weg eingesammelt. What the fuck? Aber eben dann hast du ihn genommen, ist er weg. Es gibt den nur einmal. Das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Ich dachte, der ist für jeden woher da. Auch? Das ich meine, alles andere ist doch auch für jeden da. Ja, der nicht. Vielleicht würde das irgendwie zu sehr overpowern. No Lantern Bug for you. Das tut mir leid. Ist ja nicht schlimm. Ich bin ja zweimal gefällt, das heißt, rein theoretisch müsste ich übermächtig sein. Ja, stimmt. Du bist ja jetzt... Heil dich vorsichtshalber nochmal. Ich heil mich vorsichtshalber nochmal. Ich gucke trotzdem mal out of sight Dings, wie mächtig ich rein theoretisch bin. Ja. In der Praxis bringt denn das ja nichts. Oh nein, ich wurde aus meinem Heiltrank rausgebrüllt. Gucken wir mal, was es sagt. 661. Und zwar in 293 Angriff. Das ist jetzt tatsächlich eine G-Rank-Rüstung. Zwar keine hohe, aber es ist eine G-Rank-Rüstung. Verteidigungswert von 161 und 293 Angriff. Ja, ist so eine unaufgeputschte High-Rank-Rüstung. Wenn du so eine G-Rank-Rüstung hast und hast noch keine Armor Spheres reingemacht, dann kommst du auch auf den Wert. Ja, das ist so diese Anfänger-G-Rank-Rüstung, so weiß ich nicht. Du hast von. Wie heißt das? Hieß das Ding in Generations Ultimate? Der umspringt wie ein Känguru? Ich hab's vergessen. Oh Gott, stell dir mal vor, ich hätte mir eine Elder Dragon-Rüstung gemacht, der dann irgendwie bei 72 Rüstungsteil losgeht. Plus Defense, plus das. Ich hätte locker über 700. Aber Krieg hat keinen Angriff runter, da ist das Problem. Das wäre ja sogar schon eine Mid-Tier-G-Rank-Rüstung. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir echt so eine machen, so oft wie wir gegen Elder Dragon kämpfen. Turf War! Das ist gut. Mein Name ist Turf. Das klingt wie Toff. Hol bloß das Maximum raus. Wie mache ich das? Ich drücke mal einfach welche Tasten. Ja, aber nicht B drücken. Einfach Button smashen. Ich meine, nicht den Vieh in das andere reinrammen. Aber es gibt doch die meisten Punkte. Ja, und dann du musst erst diese Leiste da unten füllen. Habe ich dir auch schon mal erklärt. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, ich gleich Y drücke, gibt es richtig viele Punkte. Und ich kann auch das andere Vieh reiten. Weil dann macht das Ding ein Finisher. Aber wozu willst du Teostra reiten? Wir wollen doch gegen Teostra kämpfen.
Ich verstehe mal die Logik von dem davon nicht. Wenn ich die aus der Reite, sind doch immer beide Schaden davon. Ja, aber den meisten Schaden zieht das Viech mit dem Finisher. Und den machst du nur auf dem Monster, dessen Balken du füllst. Du hast jetzt aber, glaube ich, gerade den Finisher gemacht. Ich glaube, ich habe zum Glück kann ich den missblocken. Krassen Tasten gedrückt. Zum Glück kann ich den missblocken. Ich nehme gleich zwei First Aid mit Plus, weil es mich wieder so viel gezogen hat. Gleich oh, ich habe keine Ausdauer mehr, glaube ich. Noch einen. Sauer. Gib mir mein Elder Dragon Blood. Du brauchst mein irgendwas nicht. Warte mal, war das nicht auch irgendein Song von Group Tekken oder so? Nein, das war nicht Group Tekken. Hatten die jetzt nur einen Song? Ich hab keine Ahnung. Wenn das ja nicht Durchbruch wird, lass Musikvideos drehen. Wo bist du, mein Teostra? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur an dich, damit du weißt, ich liebe dich. Das klappt mit allem. Aber wir sollten nicht krass Group Tekken covern, wir sollten lieber eigene Songtexte machen. Ja, das ist richtig. Also so die Klassiker soll man Klassiker sein lassen. Das muss, nicht immer alles gecovert werden. Ich hab Deodorant genommen. Ja, Potion. Oh, nochmal schön BAM! Oh oh, das hat mich voll erwischt. Ah! Auf mich anzujumpen! Ja, voll aufgeladen. Also bis jetzt läuft das doch. Wenn du ein klassischer Superheld sein müsstest, kein Anime-Superheld, sondern ein klassischer Superheld, den du als Charakter verwenden müsstest, um gegen das Vieh zu kämpfen, welchen Superheld würdest du nehmen? Einen klassischen Superheld. Darf Marvel oder DC sein? Ja gut, ich meine, ich kann es mir einfach machen, einfach sagen Superman, weil der ist ja mehr oder weniger unbesiegbar, ne? Also ich glaube nicht, dass Teostra Kryptonit getankt hat. Das glaube ich auch nicht. Ich sollte mal wieder einen Trank nehmen. Vielleicht sollte ich so jemanden wie Batman nehmen. Batman wäre interessanter, weil der hätte dann, der hätte halt so krasse Gadgets. Und er wäre wirklich, er wäre im Prinzip ein Monster Hunter. Er hätte Budget, sich eine krasse Rüstung zu machen. Könnte irgendwie mit Batarangs auf das Ding. Anti-Teostra Batspray. Ja, Anti-Teostra Batspray, genau. Das ist alles, was man braucht. Anti-Samtrios Batspray. Stimmt. Ah, ich wurde wieder getroffen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Lebensenergie ich noch habe. Oh, ich wollte gerne diese Tatze hier haben, aber so jetzt. Oh nein. Ach, Leute. Ich hoffe, ich fällt hier nicht wieder. Ich nehme Feuerzaubermann-Trank. Okay, nee, das war's wohl. Ich nehme Feuerzaubermann-Trank, sagte ich. Sag, ich nehme Feuerzaubermann-Trank, ich nehme Feuerzaubermann-Trank. Oh Gott, geh da weg. Feuerzaubermann-Trank. Ja, du sollst vielleicht erstmal abhauen. Kann ich nicht, weil das mich dann killt. Das verfolgt mich. Ich muss erstmal einen Trank nehmen, mich heilen. Ich habe ja gar nicht die Kraft zu verschwinden. Du kannst dich wegwirebuggen. Siehst du, das verfolgt mich. Ehrlich gesagt verfolgt es mich im Moment. Ne, jetzt verfolgt es wieder dich. Ich hab zwei Tränke. Ich sollte vielleicht mal einen Trank nehmen. Teleportiere dich doch ins Dings zurück. Wie denn? Ich hab gerade die Tränke gespammt. Also auf meinem Slot. Ah, jetzt ist er gerade wirklich aggro. Und da er so aggro ist, vermute ich, dass der bestimmt schon... Ich sollte einen Trank nehmen. Der ist vielleicht schon bald am Verrecken. Ja, der gibt uns gar keine Pause. Ich bin hier am Laufen, den Band am Sterben. Weil du weißt, vom Tod werden sie aggressiver. Wo bist du, mein Lebenssinn? Ich suche dich und vermisse dich. Ich hab keine Ahnung, wo das Lager ist, damit warum du weißt. Ich glaube, ich hab's einfach gefunden. Warum drückst du nicht einfach auf Minus? Oh ja, so schlau war ich nicht, aber jetzt habe ich das Lager gefunden. Was zur Hölle hast du denn jetzt an? Ich habe Teile von Diablos an, bisschen was von Basil Goose, bisschen was von Yoratodos und die Waffe ist die Gunlance von Mizutun. Magst du Entrecote? Ist doch keine Exkremente. Entrecote ist, glaube ich, ganz edles Rind.
kommst du auf Exkremente? Weil du Kot gesagt hast. Ja, Entrecote ist ganz edles Rindfleisch, ob du das magst. Ist das T nicht immer stumm im... Ich kann kein Französisch. Müsste man denn nicht sagen... Entrecote. Magst du Entrecote? Entrecote. Aber ich glaube, das T. Ich weiß, ob das T stumm ist. Der Schwanz ist ab. Ich meine, nach dem T kommen ja noch 8 Buchstaben. Das heißt nämlich ein Entrecote-T oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Community, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie man das richtig ausspricht. Jetzt stirbt doch endlich mal. Also langsam könnte das Ding draufgehen. Du gehst auch gleich drauf, wenn du wieder carfst. Hab ich schon. Bekämpfen. Hab ich schon. Ich habe doch jetzt einen Megatrank getrunken. Ich bin jetzt schon wieder unbesiegbar. Ich sollte vielleicht mal meine Waffe schärfen, das wäre vielleicht mal auch schlau gewesen. Oh fuck, ich muss meine Waffe schärfen und mich gleichzeitig heilen, beides. Ah. Lenk die mal für 5 Minuten ab. 5 Minuten? Ich muss mich halt meine Waffe schärfen. Folgt ihr mir? Ja. Könnt ihr vielleicht mal aufhören damit? Jetzt werde ich einfach mal karben, damit ich wenigstens noch was davon habe, wenn wir gleich draufgehen. Ich würde sehr gerne, er verheile ich mich so, das ist das Wichtigste. Ich sollte vielleicht mal kurz schleifen. Und dann schleife ich. Ich würde mich gerne mal heilen. Er kann das vielleicht mal aufhören mit der Scheiße. Rolgans hat keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Aber warum hat er nicht mit Ragnar Kadachi hier rumgejammert? Ich lock ihn hierher. Gott, warte. Ich kann langsam nicht mehr. Ich will mich auch irgendwann mal heilen. Und vielleicht auch mal schärfen. Ich brenne ihm gleich die Visage weg. So, ich habe keine Energie mehr. Oh oh. Puh. Das bin ich schon wieder. Jetzt schleift der Typ einfach. Und Visage weggebrannt. Das will ich innerhalb der nächsten Minute kapiert, mache ich einen Sitzsteig. Dann weige ich mich einfach mitzukämpfen. Kannst du dann wenigstens ins Lager zurückgehen? Ja. Damit du nicht versehentlich weggeballert wirst? Ja. Das ist okay. Weil das ist ja langsam nicht mehr feierlich hier, wie lange das Vieh durchhält. Ich meine, wie lange kann man durchhalten? Bis die Sendezeit vorbei ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Allerdings werde ich es wesentlich schwerer haben, wenn du nicht mitkämpfst, weil das Ding jetzt auf Multiplayer. Ich bin gestunt, ich will nicht sterben. Nicht so! Nicht so! Ich hätte es echt gut gefunden, Lebensbalken und sowas zu haben. Oh. Ich muss schon wieder einen Trank trinken. Jetzt habe ich schon wieder getroffen. Vielleicht solltest du. Ich hab eine Idee für eine Strategie. Du musst gucken, was er für Angriffe macht. Kann ich nicht wieder. Mit Augen. Kann ich nicht. Weil er ist immer so verschwommen in seiner Feuerblase drin. Da sind immer diese Feuerdinger um mich herum. Deswegen man ihn nicht so gut wahrnimmt. Und ich stecke in meiner Choreografie fest. Ich mache immer so eine geile, ellenlange Choreografie, die viel zieht, aber immer lange braucht. Manchmal rolle ich mich auch smooth, edgelordig beiseite. Um Angriff auszuweichen. Okay, es ist was gebrochen. Das ist schön. Hau ich nochmal auf die Flügel, vielleicht gehen die auch noch kaputt. Ich find's geil, wenn der Ball krepiert. Ich auch. Aber es ist schon so viel gebrochen, ich glaube, die Flügel sind auch gebrochen. Nicht mehr. Ich glaube, es ist alles gebrochen. Das heißt, er muss jetzt langsam den Geist aufgeben. Könnte ich mal sagen, wie lange wir schon gegen den kämpfen, weil wir es einfach nicht sehen. Ja, das stimmt, aber locker über eine halbe Stunde. Später zeigt es dann doch die Zeit an, oder? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist der Kampf viel länger als der gegen Camellios. Also viel länger, weil das Ding viel mehr anstecken kann. Fühlt sich zumindest so an. Ja, das Vieh aber einem ja auch Energie zieht, wenn man nicht gerade irgendwie getroffen wird. Der läuft immer noch weg, der humpelt nicht. Oh Gott, der wird Ewigkeiten brauchen. Wir wissen auch nicht, ob uns die Zeit ausgeht. Na gut, da 50 Minuten scheiße lang sind. Ja. Also wir werden locker erst bei 40 Minuten maximal sein. So lange wird es nicht dauern. Schnittzeit abgelaufen. Aber er humpelt nicht, ne? Das heißt, er braucht noch Ewigkeiten. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben, weil es kommt mir so vor, als würde ich jetzt sterben. Wenn du das sagst, dann wirst du es. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann es ja nicht verhindern. Das Ding ist übermächtig. Wir sehen bei dem Ding voll kein Sonnenlicht, weil wir nichts haben, was uns Referenzwerte gibt. Wir haben nichts, woran wir erkennen, ob wir gerade gut sind, schlecht sind, Damage machen, kein Damage machen, Health haben, Ausdauer haben. Und das ist so, als würdest du ohne Bildschirm, ohne Fenster und alles Auto fahren. Du siehst nicht, wie schnell du fährst, du siehst nicht, in welche Richtung du fährst. Du hast keine Windschutzscheibe. Du kannst nur hoffen, dass du nirgendwo Gegenbrett hast, was du unweigerlich tust. Wusstest du, dass Teostra
Schießpulver frisst. Ja. Aus den Lagern von den Menschen. Das haben wir letztens schon gesagt. Aber der Chat wusste es vielleicht noch nicht. Ach so. Und Gott, ich will nicht sterben. Ich bin zu jung dafür. Ich bin 30, verdammte Scheiße. Dieses Schießpulver verteilt er auch überall in der Landschaft um sich herum. Und dann muss er nur mit seinen Zähnen knirschen und alles in Flammen. Das ist die Lore. The more you know. Ja. Okay, jetzt wissen wir, dass wir noch 10 Minuten haben. Verdammt, wir sind... Also das ist aber echt lang. 40 Minuten von daher ist das Ultra. Das ist aber echt... Das Ultra. Wir kloppen trotzdem und kontinuierlich auf den einen. Also hätte ich das, wenn ich auf den einen kloppe die ganze Zeit. Wir kloppen doch genauso auf den einen, als würden wir... Dann kloppen wir halt extrem schlecht auf ihn. Nur weil wir nicht wissen, wann wir trinken nehmen müssen, kloppen wir jetzt schlecht auf den einen? Ja, wir spielen halt irgendwie vorsichtig. Ich spiele voll nicht vorsichtig, ansonsten wäre ich ja wohl zweimal gefehlt. Aber der kann das... Also das kann ja nicht sagen. Kannst du dir vielleicht mal ablenken, dass ich da... Also, hey, als ob es nur mich gibt, Alter. Was machst du euch die ganze Zeit? Es gibt es, der tut schon so, als würde es nur mich geben. Er läuft auf mich zu. Außer der greift mich die ganze Zeit an. Mich nie, hat er die ganze Zeit angegriffen, sonst hätte ich einen Trank nehmen können. Ich bin zweimal von dem weggerannt und der ist mir über mehrere Ebenen jetzt gerade gefolgt. Egal, in welche Richtung ich rannte, er rannte hinter mir her. Verliere ich jetzt gerade Health, verliert er Health, ich verliere Health, das steht fest. Geh besser ich muss einen Trank aus nehmen. Aus der Grube hier raus. Kann ich nicht, da stecke ich hier drin fest. Ich muss erstmal Trank nehmen. Okay, das war's dann wohl. Ich muss Trank nehmen. Verdammt, du hast das. Wir haben das überlebt? Wie haben wir das überlebt? Weil ich einen Trank nehmen musste. Ich nehme besser noch einen. Ja, einen Trank nehme ich doch. Wie lange ich ihn habe, ich muss einen Trank nehmen. Wo bin ich überhaupt? Ich gehe jetzt hier aus der Grube raus. Du solltest auch aus der Grube rausgehen. Jetzt wird das. Sonst sind wir gleich sowas. Ich kann nicht, ich stecke hier fest, jetzt stecke ich nicht mehr weißt fest. Du, ich sehe dich immer nur wie wild auf den Tasten rumhämmern, da kann das ja nichts werden. Ich habe keine Ahnung. Maggie ist am Start. Wer ist am Start? Magna Malo. Allerdings. Ich gehe mal ins Lager. Wurde kein ist jetzt Kampf so initiiert. Ist nicht einfach, ein Multiplayer Teostra solo zu machen. Das heißt solo, ich komme direkt auf dich zu. Warum bin ich jetzt wieder aus der Höhle draußen, hä? Ich muss schon sagen, die Partikeleffekte, die sind tatsächlich gefühlt sogar noch krasser als in World, was mich echt umhaut, weil ich weiß noch, wenn Teostra auf der PS4 mit seinen Partikeleffekten abgegangen ist, dann war die Framerate aber im Keller. Hier nix. Ja gut, die Switch ist ja für das Spiel ausgelegt, ist ja extra dafür gemacht. Ja, war Monster Hunter World auch. Für die PS4. Ja, schon mal. Aber 5 Minuten. Das kann doch nicht wahr sein. Wir können doch nicht ernsthaft die Quest aus Zeitgründen failen. Ich bin aber jetzt gleich da. Ich bin sofort an dir dran. Ist ja noch nie passiert. Ich falle hier irgendwie immer um. Warum falle ich. Was ist denn los mit mir? Warum? Seit wann landet der so komisch? Oh, ein Lantern Bug. Oh, er humpelt. Okay. Wo fliegt das Ding hin? Wo fliegt es hin? What the fuck? Wo? Ah, da hinten. Ich hab's gesehen. Ha, du kannst dich nicht von mir verstecken. Teostra, du kannst es nicht. Ich werde versuchen, ihm die Rübe wegzuballern. Bist du da, wo Ragnar Kadaki ist? Ja, der geht jetzt, glaube ich, dahin, wo Ragnar Kadaki ist. Bist du da, wo Ragnar Kadaki ist? Der wird jetzt dahin gehen, wo Ragnar Kadaki ist. Bist du da? Dann gehe ich zu Ragnar Kadaki. Nein, ich bin jetzt da. Oh Gott, Ragnar Kadaki ist rideable. Wir können es schaffen. Du fragst, wie man rückwärts mit dem Ding parkt. Ja. Sammeln Magna Malo Material. Ich warte kurz. Mach ihn so lange fertig. Ich bin hier und stehe bereit. Zu carven allerdings nur. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber du bist ja direkt mit Ragnar Kadaki. Oh verdammt, ich habe jetzt nicht initiiert. So, jetzt habe ich ihn. Initiiere es. Er muss sterben. Er muss sterben. 121 ist aber nicht viel Schaden. Also rein von der Zeit her schaffen wir es noch, aber. Sicher, weil viel Schaden hat er nicht gemacht. 181 und 121, das ist nicht viel. Ist das besser? Ja. Gott, ich will nicht sterben. Oh, verdammt. Ich nehme besser mal einen Trank. Oh, Magna Malo, jetzt musst du Magna Malo rein. Schnell reit ihn. Kommt er? Ja, ja, er ist da. Schnell reit ihn. Oh Gott, das könnte es echt... So kannst du es schaffen. So. Schnell reite Magna Malo! Es gibt einen krassen Turf War. Ja, schnell reite ihn! Den kann ich ja nicht, wenn es einen Turf War gibt. Warum? Der ist doch immer zum Reiten da. Ja, aber die prügeln sich in der Luft, wie du vielleicht gesehen hast. Ach so. Heißt Turf War, die prügeln sich in der Luft? Ja. Also wo sind sie? In dem Fall zumindest. Jetzt reite ihn! Hast du ihn geritten? Reitest du ihn gerade? Er ist nicht rideable.
Warum, wenn man gegeneinander kämpft, sind doch immer rideable, dachte ich. Nein, nicht zwingend. Ah, oh, verdammt! Oh Gott, das ist nicht... Ja, warten wir, bis Magamalien vernichtet. Schnell, schütze dich! Ich bin mittendrin in der Schütze Kacke! Schütze dich, du musst dich schützen! Du musst geschützt aufstellen. Scheiße, wo ist abgeblieben? Hier, bei mir, er verfolgt mich wieder. Nein, er ist überhaupt nicht mehr hier. Der ist hier, bei mir. Ach, da unten ist er. Okay. Oh nein. Aber Magamalo ist weg und er ist noch übrig. Dann kämpfe. Ich kämpfe jetzt wieder gegen ihn. Ja! Ich habe ihn getötet. Du hast ihn getötet. Hast du es gesehen? Ich habe es echt getan. Du warst wie... Aber ich hatte Todesangst dabei. Du warst wie der Typ, der in der letzten Sekunde kommt und einmal drauf und dann sagt, ja, ich war's, ich hab's getan, ich war's ganz allein. Ja, so in der Richtung, so macht man's. Ich kaffe ihn jetzt wieder. Ich kaffe doch gerade. Ich kaffe seinen Anus. doch, 47 Minuten und 36. Wir hätten noch 2-3 Minuten Sekunden. Zeit gehabt. Ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Also es war nicht gerade eine Glanzleistung, aber wir haben es durchgezogen. Wir haben die Challenge eiskalt durchgezogen. Wir haben noch nie so lange gebraucht, viel zu legen, glaube ich, Marvin. Das ist richtig, ja. Das war wirklich fast schon beschämend. Ultra langsam. Aber wir haben es geschafft. Das ist ja schon fast der Höhepunkt, den man erreichen kann in diesem Spiel. Ja. Was mich zu der Überleitung bringt. Wir hören auf mit allem. Jetzt gibt's nicht mehr. Wir hören nie auf wieder. Wir schmeißen hin. Ja. Wir sind raus aus Broforce. raus aus Broforce. Das war nicht die letzte Folge. Die letzte Folge kommt beim nächsten Mal. Dann gibt's das große Finale zur monströsen Möbelei. Allerdings wird das noch ein ganz kleines bisschen dauern, denn für das Finale haben wir uns was Krasses überlegt. Wir werden gegen den noch nicht veröffentlichten Endboss vom Monster Hunter Rise kämpfen, von dem ich ja immer noch behaupte, dass es Mothra sein wird. Und der kommt allerdings erst am Ende des Monats raus. Das heißt, so um den, keine Ahnung, spätestens 30., 31., was auch immer, keine Ahnung, werden wir gegen den Endboss von Monster Hunter Rise kämpfen und das wird das große Finale der monströsen Möbelei. Und bis dahin... Ich bedenke, gegen den gekämpft habe. Abonniert den Kanal. Empfehlt uns weiter. Ich meine, gut, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Also, ja, das stimmt. Abonniert auf gar keinen Fall den Kanal. Empfehlt uns nicht weiter. Guckt nicht mehr unsere Videos. Es ist Zeitverschwendung. Das ist gut so. Und schlagt eure Waffen gegen Steine, damit sie richtig stumpf werden, Cave Punks. Ja. Bis zur nächsten und letzten monströsen Möbelei.